Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Whisky Weiß es. Heute wollte ich euch erklären, was eine Wassergewinnungsanlage ist. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gehört oder gelesen. Meist kann man das Wasser nicht sehen, da es unter der Erde ist. Damit man es aus der Erde herausbekommt, gräbt Bodo mit seinem Bagger ein tiefes Loch. Da kommt dann ein Rohr rein und durch das Rohr kann das Wasser dann nach oben bis zu euch nach Hause kommen. Dafür braucht man natürlich noch eine elektronische Wasserpumpe. Das ist wie eine Luftpumpe, nur halt für Wasser. Früher im Mittelalter, als es noch keine Computer gab, hatten die Menschen in fast jedem Dorf mindestens eine Wassergewinnungsanlage. Allerdings eine analoge. Analog ist, wenn man alles mit der Hand machen muss, wie zum Beispiel Brot schneiden mit einem Messer oder den Zucker in den Kaffee mit einem Löffel umrühren. Damit die Menschen an das Wasser aus der Wassergewinnungsanlage kommen konnten, mussten sie einen Eimer an einem langen Seil in das tiefe Loch herunterlassen und dann den vollen Eimer wieder hochziehen. Ganz schön schwer. Früher haben die Menschen übrigens zu einer Wassergewinnungsanlage Brunnen gesagt. Brunnen! Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, da ist das Kindelwurz schon in die Wassergewinnungsanlagen gefallen. Das sagt man, wenn ein Unglück geschehen ist und es meistens schon so spät ist, um etwas dagegen zu tun. Mineralwasser kommt übrigens woher? Richtig! Aus der Wassergewinnungsanlage. Vielleicht kauft ihr manchmal Mineralwasser von Christine Wassergewinnungsanlage. Und wenn ihr das nächste Mal durch eure Stadt schlendert, achtet mal ein wenig auf die Straßennamen. Da gibt es nämlich vielleicht bei euch in der Stadt eine Straße namens Wassergewinnungsanlagenstraße. Und wenn ihr das nächste Mal zur Apotheke geht, guckt mal auf die Namen der Apotheke. Vielleicht ist das ja eine Wassergewinnungsanlagenapotheke. Das war's wieder. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Whisky. Ich glaube, ich muss gleich mal den Arm wechseln. Du armer Hansel. Ja. Es geht ein bisschen zu schwer. Bin ich's gar nicht. Ich glaube, ich gebe dir kein Whisky mehr. Whiskas mehr. Whisky für Whisky.